Der plötzliche Herztod ist das vollkommen plötzliche, unerwartete Versterben eines scheinbar Gesunden innerhalb von einer Stunde. Und es ist so, dass etwa 80.000 bis 100.000 Menschen in Deutschland jährlich davon betroffen sind. Ein Defibrillator ist ein kleines elektronisches Gerät, welches unter dem Brustmuskel eingesetzt wird oder unter der Haut. Und dieser kleine Defibrillator, der überwacht den Herzrhythmus kontinuierlich und kommt es dann zu bösartigen Herzrhythmusstörungen, also zu einem plötzlichen Herztod, dann kann er vollautomatisch eine Elektroschocktherapie abgeben, so wie man das vom Notarzt bei der externen Defibrillation kennt. Der Defibrillator wird eingesetzt in der Regel, wenn man einen plötzlichen Herztod überlebt hat. Ja, also alle Patienten, die einen plötzlichen Herztod hatten, werden mit einem Defibrillator geschützt. Wir kennen aber auch heutzutage Risikopatienten, bei denen wir wissen, dass sie ein erhöhtes Risiko für den plötzlichen Herztod haben. Und auch bei diesen muss dann besprochen werden, ob man solch einen Defibrillator zum Schutz vor dem plötzlichen Herztod einsetzt, obwohl sie noch nie eine Rhythmusstörung hatten.